Ja, hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von Craft the World. Ja, letztes Mal haben wir angefangen, uns unseren ersten Tisch zu bauen und auch gleich mal ein bisschen Essen raufgelegt. Und ja, wir wollen natürlich noch mehr Zwerge erreichen oder noch mehr Zwerge haben. Aber wir haben hier erstmal auch noch ein paar Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Ja, Fälle 30 Bäume. Wow. Okay, dann suche ich mal ein paar Bäume. Alle gefällt. Gut, hier bin ich jetzt gerade dabei. Boah, die Viecher sind irgendwie ein bisschen dicht, sag ich mal so. Naja, gut. Ich hoffe ja mal nicht, dass die irgendwann rüberkommen oder böse werden in der Nacht oder so. Weil wir haben ja hier auch einen Nachttageszyklus. Okay, ich glaube, der hat hier gerade was gefuttert. Wir haben ja jetzt hier. Oh, warte mal, habe ich jetzt hier noch nicht zwei dazugewiesen? Oh, Tatsache, die sind jetzt hier die ganze Zeit ohne Werkzeuge rumgelaufen. Okay, da habe ich ja schon mal einen Titel für die Folge: Zwerge ohne Werkzeuge? WTF! Oh no! Ich bin ja auch schlau, oder? Na gut, so, aber wir wollten hier erstmal noch den Sand ersetzen, damit da auch nochmal ein paar Bäume wachsen können. Das hier können wir abreißen. Und hier sind sie gerade alle dabei, ein bisschen was abzureißen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen schneller. Weil sonst dauert das nämlich wieder 1000 Jahre hier. So, wie gesagt, hier nach links traue ich mich noch nicht. Da sind ein paar viele Viecher aufgelaufen. Aber wir haben hier dafür aber auch ein paar hohe Bäume halt, ne? Ich werde angegriffen, okay. Okay, wird wieder solche Scheißspinne. Ist mir doch egal, ich brauche keine Spinnen. Oder auf jeden Fall sind die Spinnen nicht so gefährlich. Die machen zwar schon ein bisschen Schaden, aber geht alles immer noch. So, dann ersetzen wir da nochmal ein bisschen was. Die müssen aber ganz schön weit laufen, ne? Dann machen wir mal so. Weil das ist nämlich so ein Teleportzauber. Guck mal hier, greift den mal an. Holy shit. Der kann doch nicht einfach meine Sachen kaputt machen. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Mal gucken, was die droppen. Gehirn und Knochen, okay. Ich werde angegriffen, ja, ich weiß es ja nicht. Aber mal, den können wir eigentlich so lassen, dann können die mich besser hochspringen. Zwerge. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das hier bauen will. Wahrscheinlich auch alles auf dieser Ebene, denn. Wahrscheinlich. Aber guck mal, ich kann jetzt hier mal ein bisschen weiter runter bauen. Aber bevor ich das mache, möchte ich erstmal einen Stuhl bauen. Nein, Quatsch. Naja, doch. Erstmal schon einen Stuhl bauen. Aber ich möchte ja Eimer bauen. Und die muss ich mit Brettern bauen. Okay. Und dafür brauche ich eine Werkbank. Und dafür brauche ich Eisen. Und dafür muss ich wiederum weiter runter bauen. Oh Mann, ey. Ein ewiger Kreislauf. Warte mal, ich muss erstmal hier die Stühle hinbauen. Wo haben wir denn die ganzen Stühle? Mal kurz überlegen. Ach so, hier. Aber mal den Tisch brauchen wir erstmal nicht mehr. Kann man die hier dazwischen bauen? Ja. Dann können die sich nämlich daneben hinsetzen. Dann brauchen sie sich nämlich nicht in das Bett reinlegen. Reicht auch, wenn sie sitzen. So, warte mal. Wir wollten jetzt hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen runterbauen. Nee, warte mal, das machen wir weiter hier. Weil hier soll ja dann nachher unsere Basis entstehen. Und hier können sie erstmal. Oh, das Wasser, ne? Das geht ein bisschen auf die Nerven. Aber es ist wie gesagt immer nur auf dieser Seite hier. Guck mal hier hinten. Auf einer Stelle. Okay. Bisschen kurios. Auf jeden Fall bricht jetzt ein neuer Tag an. Oh, guck mal, da hinten sind diese kleinen Viecher gewesen, die überall rumfliegen. Guck mal, das sind auch nochmal welche. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das irgendwas zu sagen? Ich glaube, das ist einmal bloß Deko. Auf jeden Fall werde ich wieder angegriffen. Und zwar hier. Okay, ist schon wieder vorbei anscheinend. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier gerade mal ein bisschen runtergebaut. Das sieht ziemlich gut aus, weil wir haben jetzt hier nämlich auch Eisen gefunden, endlich. Aber ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir mal ein paar Leitern haben. Bam, 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 bam.
sagen, weil ich das immer so ein bisschen schön machen will, bauen wir hier einfach überall die Gänge rein. Da will ich nicht unbedingt dich daran bauen, an dieses scheiß Vieh hier. Aber wir haben hier auf jeden Fall unsere erste Höhle gefunden. Das ist ja schon mal was. Aber wir haben doch hier eigentlich so ein Leuchtzauber. Boah, ich hab das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt, ne? Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Okay, da ist schon mal so ein Vieh. Okay, hier geht die Höhle auf jeden Fall weiter. Und Ende Gelände. Dünn, Aufgabe erfüllt. Perfekt. Oha, Landwirtschaft wollen sie haben. Warte mal, das können wir noch hier eigentlich machen. Landwirtschaft. Damals konnte man diese Samen oder diese Getreidesamen immer unten anbauen. Auch. Kann man auch immer noch. Okay. Interessant. Aber wir bauen erstmal hier nochmal ein bisschen was an. Weil wir brauchen ja noch ein bisschen Nahrung für unsere Zwergis. So, hier können wir schon gleich mal ein bisschen ausleuchten. Und neue Fackeln können wir auch gleich machen. Oh, Lagerfeuer zum Kochen, okay. Ich wollte Fackeln machen. Fackeln. Da. Können wir ja mal ein paar machen. Aber wir wollten eigentlich eine Workbench machen. Warte mal, dann machen wir jetzt mal hier auf jeden Fall unsere Crafting Area hin. Erstmal. So, bauen wir nochmal ein bisschen ab. Dankeschön. Kann man hier nämlich auch wieder Stein ersetzen. Und hier machen wir da hin. So. Oh, da ist Kohle. Perfekt. Kohle brauche ich, um diese Dingsanlage zu bauen, um diese Kochstelle zu bauen. Schmiedebuch, okay, das ist auch wieder ein neues Buch. Irgendwie kriegen wir keine Bücher doppelt. Immer nur die gleichen. Immer nur andere, immer die gleichen. Genau, das Gegenteil gesagt, was ich sagen wollte. So, ich wollte ja eine Workbench bauen. Genau, Werkbank. Dafür brauchen wir einen Holztisch, okay. Und dafür brauchen wir wiederum Holz. Ja. Das ewige Holzproblem. Das Problem ist, wir haben jetzt zwar 6 Zwerge, aber die sind jetzt alle unten tätig und keiner will, doch, einer will abbauen, okay. Gut, wenigstens mal ein Zwerg, der mitdenkt, der weiß, was man haben will. Juli, Kohle ersetzen. Ja, das hört sich doch gut an. Kohle ersetzen ist immer gut. Okay, die wollen wieder mit mir sprechen. Warte mal, jetzt können wir hier die Feuerstelle bauen. Oh nein, können wir nicht. Weil wir so einen Topf brauchen. Und für den Topf brauchen wir Eisen. Und für das Lagerfeuer haben wir jetzt genügend. Perfekt. Dann können wir uns ja jetzt so ein richtig nices Lagerfeuer machen. Bäm, Junge. So. Das können wir... Ah, ich installiere das erstmal da. Und dann können wir nämlich da die Workbench hinbauen. Und dafür brauchen wir wieder, wie gesagt, den Tisch. Oh, wieder Holz. Wir haben gerade Holz ausgegeben im Spiel. Bitte Spiel, gib mir Holz. Guck mal, hier solche richtig fette Wurzeln. Guck mal, diese Monster beschützen die richtig dumm. Ach Mensch. Oh, Wurzeln, okay. Aus Wurzeln kann man, glaube ich, Heiltränke machen, denn nachher im späteren Verlauf, wenn mir nicht alles täuscht. Jetzt sind hier schon 2 diese Viecher drin. Oh no. Auf jeden Fall brauche ich hier mal noch ein bisschen weiter. So, dann machen wir da mal Fackeln hin. Bam. Gut. Okay, hier können wir auf jeden Fall wieder... Oh, ist noch ein Vieh gespawnt. Erstmal alles verlieren, ne? Ja, jetzt... Oh man, bringt doch das erstmal bitte zum Lager, bevor ihr anbeißt, ja? Dankeschön. Bauen wir hier erstmal noch mal ein bisschen Getreide. Okay, wir wurden ja anscheinend angegriffen oben. Naja. Haben die Zwerge aber schon geklärt. Guck mal, hier müssen wir einmal und dort hinten. Hier einmal bitte. Ching, 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 ching. Oh, hier ist ein. Guck
komisches Ding gewachsen. Wenn man das bringt, okay. Haben wir jetzt genügend Holz? Nein. Okay. Holz, Holz, Holz. Wo ist denn nur das Holz? Ich glaube, ich sollte mal aufhören, hier unten was zu markieren und einfach mal darauf warten, dass sie das Holz machen. Oh, jetzt kommen die Viecher hier durch. Okay, sind die stark? Guck mal, wie sie jetzt hier runterklettern. Angriff! Ja. So, okay, dann kann ich eigentlich jemand eine Fackel setzen. Da. Okay, warte mal, Leben. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall neu ins Werk. Also jetzt überschlagen sich gerade die Ereignisse. Nein, steuern wollte ich jetzt nicht, weil ich nicht reingehe. Ausstattung. Jetzt haben wir Nori. Nori ist neu in unserem Team. Das ist ja mal schon mal nicht schlecht. Wir brauchen immer noch Betten. Habe ich jetzt zufälligerweise wieder neue Ausrüstungsdinger? Glaube ich nicht. Okay. Alter, jetzt nicht das hier weg. Okay. Judy. Ah, dann können wir hier auf jeden Fall nochmal die Kohle ersetzen. Ja, wenig Leben. Ausruhen. Ja, der hat kein Bett. Ja, das ist das Problem halt, ne? Wenn die Zwerge kein Bett haben, dann können die sich nicht ausruhen und können auch nicht die Leben regenerieren. Das ist ein bisschen schade, aber naja. Wie gesagt, man kann. Oh, das sah ein bisschen komisch aus, wie er da lang gelaufen ist. So robotermäßig. Okay, fast alle Zwerge schlafen einfach mal. Ja, wo ist mein Bett? Ja, es gibt kein Bett für dich. Der Grund ist auf jeden Fall. Ja, nicht genügend Materialien. Weil man nicht, dass jetzt hier oben die ganzen Bäume wachsen und unten keine Bäume mehr dazu kommen. Aber ich weiß nicht, wie das läuft hier mit den Bäumen. Auf jeden Fall kann man das mal abreißen. Und hier ist ein Baumstamm. Baumstumpf gewachsen. Unser Nori ist das doch hier, ne? Glaube ich. Nori, Nori, warte mal. Nori, genau, Nori. Na los, du schaffst das. Da ist auch Nori, ne? Nori, ja. Komischer Name. Oh, ich sehe gerade, ja, in 3 Minuten kommen die Monster an. Aber das werden wir auf jeden Fall erst in der nächsten Folge machen. Und ja, will mich deswegen auch erstmal verabschieden von euch und würde sagen, ja, haut rein und bis zum nächsten Mal, ne? Danke fürs Zuschauen. Tschüss.